Politcast Uri Wahlhilfe. Am 8. März 2020 wird im Kanton Uri gewählt. Politcast Uri hat alle Kandidatinnen und Kandidaten unter 30 eingeladen für ein Videointerview. Bei mir ist der Elias Arnold. Er ist einer von den jungen Kandidaten, der bereits im Landrat sitzt. Er ist vor 2,5 Jahren nachgerückt für die SVP in der Gemeinde Altdorf. Und er ist im Moment noch Student Zorb im Tech und studiert dort Bioingenieur. Elias, 2,5 Jahre Politik, da hast du doch ein bisschen Einblick bekommen in den ganzen Betrieb. Es ist dir noch nicht verleidet, darum trittst du noch mal an, oder? Ja, also wenn es mir verleidet wäre, würde ich sicher nicht an den Schatten retten. Im Gegenteil, es macht mir sehr Spass und es ist extrem spannend. Du bist einer der Jüngsten. Hast du dich durchsetzen gegen die Älteren? Ja, also es ist nicht so, dass man nicht angehört wird. Man wird respektiert, auch wenn man halt jünger ist als die meisten. Braucht es manchmal ein bisschen Mut, anzustehen und seine eigene Meinung zu vertreten, wenn man noch nicht 30 ist? Ja, also man überlegt sich es zweimal halt mehr. Nicht, dass es dann heisst, ja, der Junge ist neu vermeidet, so, weiss Gott was. Darum ist man manchmal vielleicht schon ein bisschen vorsichtig. Du bist natürlich auch Teil von einer Fraktion, von einer Partei im Parlament, von der SVP. Ist dort in der Gefahr, dass man mit der Zeit ein bisschen das Parteibuch auswendig lernt und die eigene Meinung ein bisschen in den Hintergrund rückt? Nein, auf gar keinen Fall. Also, ich habe jetzt ein oder andere Mal meine Meinung vertreten, auch wenn sie nicht die Parteimeinung war. Was waren das für Themen, die du ein bisschen ausgeschert bist aus der Partei raus? Zum einen Wahlrecht ab 16. Habe ich mit unterzeichnet, das ist ja noch nicht zur Abstimmung gekommen. Und zum anderen ist es auch gegangen, die Publikation der Abstimmungsdaten von uns Landräten. Mit deinem Alter kann man sich vorstellen, könntest du noch ganz eine grosse Karriere vor dir in der Politik. Ist das dein Ziel, dass es jetzt mal Landrat ist, aber später dann vielleicht noch grössere Ziele im Auge hast? Nein, jetzt sicher nicht, weil ich bin ja noch Teilzeit dort zum Studieren und zuerst möchte ich fertig studieren und dann auch auf dem, wo ich studiert habe, eines arbeiten. Ob es beim Landrat bleibt oder nachher noch weitergehen soll, so oder so wirst du dich müssen in der Politik durchsetzen mit deinen Argumenten und können schlagfertig auf Fragen reagieren. Wir haben das vorher mit dir getestet. Wir haben mit dir 100 Sekunden lang dir Schlagwörter um den Kopf gerührt und du musst mit Emojis darauf reagieren. Und wir sind gespannt und schauen jetzt gerade einmal rein, wie du dich dort gemetzelt hast. Ehe für alle. Gibt es ja kein Lachen, meine ich doch. Warum wählst du gerade das? Ich habe keins, das richtig lachen will, aber ich war jetzt an der Brille ein bisschen disorientiert und es ist so ein bisschen nerdy durchgekommen. Aber es ist das, was eigentlich am freundlichsten schaut, finde ich. Gut. 5G-Netz. Da würde ich das wählen, weil es ist sehr umstritten und ich kann jetzt auch nicht über die Auswirkungen Auskunft geben. Und darum bin ich so ein bisschen geteilter Meinung. Ein neues Kampfflugzeug? Was würde ich mit dem beantworten? Willst du keine? Oder bist du traurig, dass es noch keine gibt? Nein, nie will ich keine. Okay. Christoph Blocher. Da bringe ich wieder das Lachen-Smiley, weil ich bin SVPler und Christoph Blocher ist sicher ein guter Mann gewesen, oder immer noch für unsere Partei. Bilaterale Verträge mit der EU. Macht dich das verrückt? Wie? Macht dich das verrückt? Nein, das macht mich nicht verrückt, aber es wird viel darüber diskutiert und ich habe das Gefühl, es ist manchmal mehr Diskurs, als der wirklich dahinter ist. Greta Thunberg. Nehme ich schon wieder das, weil ich finde, es schadet mehr, als es nützt. Ja, du hast die 100 Sekunden unversehrt überstanden. Du bist jetzt 2,5 Jahre im Landrat. Die Frage an dich, hast du in dieser Zeit vielleicht auch ein bisschen gelernt, mit solchen Situationen umzugehen? Hättest du vor 2,5 Jahren ein bisschen mehr Schwierigkeiten gehabt, so Frage-Antwort-Spiele zu machen? Ja, sicher. Also vor 4 Jahren, als ich mich aufstellen lassen und nicht gewählt wurde, bin ich mir das überhaupt nicht gewöhnt, weil ich frisch war in der Politik. Aber jetzt durch die 2,5 Jahre, als ich im Landrat
war, habe ich einige Mal halt reden und Antwort stehen. Und durch das ist mir das jetzt sicher leichter gefallen. Die politische Schlagfertigkeit wirst du jetzt auch brüchen im Wahlkampf. Dort hat es jetzt auch die nationale Wahl gegeben, die die SVP verlischt hat. Und wo es für dich jetzt vielleicht auch nicht so einfach ist, den kantonal wieder eine Trendwende herbeizuführen. Was ist so dein Gefühl? Sind ihr optimistisch, dass es in eine andere Richtung geht im Kanton Uri? Ja, wir sind eigentlich sehr optimistisch. Also, was ich jetzt sagen kann, von unserer Seite von Altdorf haben wir gute Kandidaten gefunden. Und wir sind überzeugt, dass wir ein gutes Resultat erzielen können. Was sind die Themen, die ihr in den Vordergrund stellen im Wahlkampf? Also das Thema, das ich jetzt persönlich in den Vordergrund stellen möchte, sind die Strassenverbindungen im Kanton Uri. Da sind wir im Moment in einem schlechten Zustand und ich möchte das aufbessern, vor allem, dass wir eine Anbindung gewährleistet haben in die Urner Seitentäler. Du gibst mir das Stichwort Strassenverbindungen. Dort hat ja im letzten Jahr oder in diesem Jahr vor allem das Thema Achsenstrasse viel zu reden gegeben. Dort ist auch die SVP sehr prominent auftreten, hat gefordert, dass man dort schneller vorwärts macht. Gewisse Stimmen haben da gesagt, das sei ein bisschen Wahlkampf, den ihr dort betrieben habt. Habt ihr da einfach wirklich nur auf die Wahl geschielt, wie wir da euch ein bisschen in den Vordergrund gestellt haben? Nein, sicher nicht. Also ich habe während dieser Zeit mit Leuten von Sissingen geredet, mit Leuten von hier innen, die auch betroffen waren, aber auch mit Leuten von der Schweiz. Und ja, es war ein grosser Verlust für den Kanton Uri. Und wir sind definitiv angewiesen auf die eine von diesen drei Verbindungen in ausserkantonale Gebiete. Ein anderes grosses Projekt, das schon seit vielen Jahren am Gang ist, ist das Projekt in Andermatt. Dort ist sehr viel gemacht worden. Jetzt gibt es auch gewisse, die sagen, ja, die Randregionen, Täler, neben den Zentren Altdorf und Andermatt gehen ein bisschen unter. Und du als Altdorfer hast vielleicht auch schon der eine oder andere gehört, der dir vielleicht gesagt hat, ja, wichtig ist eigentlich, dass halt die Randregionen ein bisschen besser wegkommen in Zukunft. Was sagst du denen? Denen sage ich, dass ich mich ja für eine Strasse einsetze, dass man dort eine gute Verbindung hat. Und für mich ist das auch ein ganz grosses Kriterium, weil wenn man keine sichere und gute Verbindung hat in einem Seitental, dann ist man dort schon ein bisschen vom Aussterben bedroht. Wir werden jetzt sehen. Überzeugen muss ja dann vor allem die Altdorferinnen und Altdorfer. Und genau. Wir sind gespannt, ob du zur Wahl klappst, ob du die Wahl schaffst oder nicht. Danke für das Gespräch. Danke dir für die Wahl. Am 8. März 2020 wird gewählt. Hoffentlich kannst auch du deine Stimme abgeben. Bis zum nächsten Mal bei Politcast Uri.